ICE 802 Hamburg Altona. Es ist 7:05 Uhr. Fahren Sie diesen ICE ohne Zwischenhalt Richtung Westen bis Augsburg Hauptbahnhof. Fahren melden wir die Baureihe 403 von der Deutschen Bahn, 913 Tonnen, 16 Wagen im Zugverband, also Doppeltraktion und 401,4 Meter lang auf der Strecke München-Augsburg. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trains in World 4. Der Danny spielt das. Folge 24 müsste das im Moment eigentlich schon sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich habe mir gedacht, wir fahren heute mal ein bisschen ICE3 wieder, ein bisschen Fernverkehr. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Welcher Seite müssen wir denn jetzt überhaupt den Riegel nehmen? Muss ich mal eben schauen. Auf dieser Seite, dann machen wir das. Steuerung, Tür. Rechts, links, öffnen. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Machen hier natürlich noch die Lichter ein. Die AFB machen wir ein. Stellen diese auf 40. Müssen natürlich noch die Sicherungssysteme einstellen. Und da würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit? Jo. Und ihr seht, die Sonne geht so langsam auf an diesem 28. Oktober 2023. Das heißt, heute in 2 Monaten ist Weihnachten schon wieder vorbei und Silvester steht vor der Tür. Das ist der Münchner Hauptbahnhof im Sonnenaufgang. Wunderschön. Kann man so sagen, traumhaft. Wir sollen auf die 7:07 Uhr warten, dann tun wir das. Können wir mal schauen, ob wir schnell, ob da unser Zug angeschlagen steht. Das tut er. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Befreien. Zugbeeinflussung. Wunderschön. Wunderschön. Endlich mal wieder ICE3. Ich bin ja in letzter Zeit viel Vectron gefahren und so weiter, habe mich viel um die neuen Züge gekümmert. Aber ich finde, man kann auch mal wieder die etwas ja, älteren Züge, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber die Züge kümmern, die halt schon länger im Bestand sind. Halt vom TSW3 noch. Und ICE3 ist immer eine Reise wert, ist immer ein schönes Fahren, finde ich. Allein vom Sound her kann man den immer wieder fahren und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute mal wieder ICE3 zu fahren. Auf eine der wunderschönsten Strecken, die es gibt. Schnellfahrstrecke Augsburg-München, München-Augsburg. Schönes Fahrplanszenario. Hier am frühen Morgen, 7 Uhr, die Sonne geht auf an diesem 28. Oktober. Diesen Samstag. Ja. Mal wieder ein bisschen chillen bei der Fahrt. Wenn nämlich mit Sicherheit gleich schon die DLZB aufgenommen, während wir hier noch einen Gleiswechsel vornehmen, dürfen wir gleich schon auf 130 beschleunigen, wenn alle 16 Wagen dieses Gleis erreicht haben. Das ist noch nicht der Fall, ihr seht's. Deswegen dürfen wir auch noch nicht auf 130 beschleunigen.
Denn es muss der ganze Zug auf einem Gleis sein. Erst dann wird die Beschleunigung freigegeben, beziehungsweise der Geschwindigkeitswechsel vollzogen. Das werdet ihr jetzt gleich erleben. So, wir sind jetzt alle auf einem Gleis und schon dürfen wir beschleunigen. Dann machen wir das. Wenn dort noch eine S-Bahn einfährt, sehr, sehr nice. Natürlich die SIFA. Und dann haben wir jetzt noch 54 Kilometer nonstop bis Augsburg Hauptbahnhof. Der Halt in Pasing entfällt. Sehr guten Morgen, liebe Fahrgäste, in unserem ICE. In unserem ICE auf der Fahrt von München nach Augsburg. Aufgrund von Bauarbeiten am Münchner Pasinger Bahnhof entfällt dieser Halt heute und wir fahren nonstop bis nach Augsburg. Wir bitten um Entschuldigung für diese Unannehmlichkeiten. Sollen wir dort sein? Das sollte, wenn nichts dazwischen kommt, auch klappen, wenn nicht sogar ein bisschen früher. Und mit nichts dazwischen kommen, meine ich natürlich eine Zwangsbremsung. Weil die haut einem richtig Zeit aufs Konto, die man nicht braucht. Durch die Kurven, während die Sonne immer weiter aufgeht, an diesem frühen Morgen. Sifa. Wunderschön, einfach nur wunderschön. Im Vordergrund der wunderschöne ICE und im Hintergrund der Sonnenaufgang. Geht's schöner? Einfach nur genial. Sifa. Geht's den Berg rauf, 140 und dann auch gleich 160. Sifa. Na bitte, auf geht's. Sifa.
Sorry, dass ich ein bisschen still bin, aber ich genieße gerade, weil das ist so ein wunderschönes Bild. Ja, wie geil ist das denn? Was überholen wir denn da? Eine S-Bahn, ach geil. Sind gleich 200. LCP sind wir noch nicht drin, das wird sich mit Sicherheit gleich ändern. LCB, damit können wir die AFB nach oben stellen. Und der Zug macht jetzt ab jetzt alles von alleine, außer die Sichtverdrückung. Das müssen wir noch selber, ansonsten brauchen wir uns um nichts mehr zu kümmern. Deswegen, genau deswegen liebe ich die Schnellverstecknisse. Hebel auf den Tisch und genießen. Einfach nur geil. Einfach nur sau geil. So, hüpfen wir mal wieder rein in unseren Führerstand. Ich bin mittlerweile auf 230 angekommen. Beschleunigt haben wir mal viel mehr. Wunderschön. Und dann fahren wir den Augsburger Hauptbahnhof entgegen. Ne? Die Strecke München-Augsburg ist auch deshalb sehr schön, weil sie halt vom Regionalverkehr getrennt ist, also die Fernverkehrsstrecke. Die Schnellfahrstrecke ist halt von dem Nahverkehr getrennt, ihr seht es ja ganz deutlich. Wir haben hier, wo ich fahre, zwei Gleise. Das neben uns ist das Gegengleis für den Fernverkehr, der nach München fährt. Und dann haben wir natürlich links noch weitere Gleise für den Regionalverkehr und Güterverkehr, der dort fährt. Und ich finde, die haben das ganz clever gelöst hier in Bayern, dass der regionale Verkehr und der Fernverkehr sich nicht in die Quere kommen. Und das sorgt natürlich für einen flüssigen Fahrbetrieb im Fernverkehr. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache. Muss man wirklich sagen, sehr
intelligent gelöst, sollten sie überall so machen. Zumindest da, wo es möglich ist, baulich. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Sache, muss ich wirklich sagen. Ich hatte ja in der Community eine Umfrage gestartet, was ihr als nächstes für ein Video sehen wollt. Und da gab es ja unter anderem die Auswahl Creators Club, Experiment, Szenario von A nach B oder Fahrplan-Szenario. Ja, ihr habt so eindeutig abgestimmt, dass eben gar nichts eindeutig ist. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, ich mache ein Fahrplan-Szenario fürs Erste. Lasst euch oder gebe euch noch bis morgen Zeit, um dort weiter abzustimmen. Und mal sehen, was es dann morgen ergeben hat. Dementsprechend werde ich dann ein Video machen. Also das heutige Szenario, beziehungsweise Video, hat noch nichts mit der Umfrage zu tun, sondern es ist einfach das, was ich jetzt entschieden habe für heute. Und gebe euch dann, wie gesagt, die Zeit bis morgen, dass ihr bis morgen noch abstimmen könnt, was es als nächstes geben soll. Unter den vier genannten Punkten: einmal Experiment, einmal Creators Club, Fahrplan-Szenario oder halt ein Szenario von A nach B, halt, sprich ein Karriere-Szenario. Unter diesen vier Punkten könnt ihr auswählen. Stimmt ab und das, was am meisten Stimmen hat, wird es dann morgen geben. Also seid bitte eindeutig und lasst mich nicht so im leeren Raum stehen. Wenn drei Punkte den gleichen Anteil hat, dann kann ich damit wenig anfangen. Also, wenn ihr da irgendwie ein bisschen eindeutig abstimmen könntet, wäre ganz schön. Wie gesagt, bis morgen habt ihr noch Zeit, euch da zu positionieren und euren Wunsch entsprechend zu wählen. Vielleicht klappt das ja und genau euer Wunsch-Szenario wird morgen zu sehen sein auf meinem Kanal. So, so viel dazu. Wie viele Kilometer haben wir denn überhaupt noch zu fahren? Es sind jetzt noch 22. Haben die Hälfte schon wieder, über die Hälfte schon wieder geschafft hier. Mit knapp 250 ist das auch kein Thema. Also 50 Kilometer natürlich gar nichts, ist logisch. Und ich liebe es einfach, ICE zu fahren. ICE3 erste Klasse. Es gibt nichts Schöneres. Für mich zumindest. Klar, es gibt ICE, es gibt ICE4 und all die anderen. Klar, die will ich nicht wegdiskutieren. Auf keinen Fall. Alles schöne Züge. Aber ich persönlich, für meinen Geschmack, reise am liebsten ICE3 erste Klasse. Es ist einfach so. Es ist meine persönliche Meinung. Jeder hat eine andere Meinung und einen anderen Favoriten. Da ich bin auch schon Eurocity gefahren und. Was ich noch nicht gefahren bin, ist Railjet, beziehungsweise auch Nightjet genannt. Möchte ich auf jeden Fall noch mal schauen, wenn ich nach Wien fahre, wie ich da hinkomme. Vielleicht wird das denn ja was. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist der ICE3 einer der Züge, der ganz, ganz weit vorne steht, zumindest im Fernverkehr. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein. So. Lege uns hier so ein bisschen in die Kurve. Sehr, sehr schön. Liebe es, wenn die Sonne aufgeht oder auch untergeht. Das ist so, jetzt haben wir eine Geschwindigkeitsveränderung. Und zwar 150. Da wären wir nur noch 16 Kilometer, dann ist das Schiff angebracht. Also ich liebe es, wenn es Sonnenaufgang oder Untergang ist. Das gibt schon ganz magisches anderes Licht, finde ich, auch am Horizont. Ihr seht es ja da hinten an den Bäumen. Ich finde, das hat irgendwie was ganz, ganz besonders Magisches. Jedenfalls für meinen Geschmack. Und bei solchen Geschichten hier mit ICE fahren, LZB, Schnellfahrstrecke, hat man einfach ein bisschen mehr Zeit, sich auch mal so ein bisschen neben der Strecke umzuschauen. Man braucht ja nicht viel machen, außer sie verdrücken. Und daher finde ich sowas auch mal ganz, ganz chillig. Dürfte sich jetzt gleich Zug Richtung 150 nähern.
sich da gar nichts. Wir haben noch 7,9 Kilometer bis Geschwindigkeitswechsel. Ihr seht es ja da. Hier. 6,9. Also es wird sich jetzt mit Sicherheit gleich was tun, dass wir bremsen werden. Hoffe ich zumindest. Aber ich denke mal, jetzt gleich so bei 4 bis 5 Kilometern werden wir wahrscheinlich anfangen zu bremsen. Oder wenn das wirklich auf Null abgelaufen ist, dass wir dann erst bremsen. Ist gerade noch 8, irgendwas, 9, noch was. Ist Ankunft. So, ihr seht hier oben runterlaufen die Zahl. Vielleicht noch 4 Kilometer. Jetzt ist es irgendwie verschwunden. Warum auch immer. Jetzt fangen wir an zu bremsen. LZB reagiert. Wir werden langsamer, wir werden deutlich langsamer. So, dann blenden wir das Ganze mal wieder ein, weil es würde mich nicht wundern, wenn gleich die LZB zu Ende ist. Da müssen wir ein bisschen reagieren. Aber sonst nämlich eine Zwangse kassieren. So, ihr seht's. Also ich erkläre das jetzt für alle Neuen, die das Spiel vielleicht zum ersten Mal spielen. Hier läuft jetzt der Balken ab und sobald er abgelaufen ist, haben wir 150 erreicht. Oder sollten wir sie auf jeden Fall erreicht haben, sagen wir mal so. Und genau das ist der Fall. So, 90 als nächstes. Wird dann der nächste Knackpunkt sein. Wenn wir jetzt auch gleich anfangen zu bremsen. Sollten wir eigentlich? So, dann sind es noch 3,8 Kilometer bis Augsburg. So, LTP zu Ende. AFB unterschrauben, SIFA drücken. Jetzt wird es nämlich interessant. Wieder auf 0. Die machen wir jetzt wieder auf 90. So. Die LCB ist nämlich jetzt zu Ende. Das ist das nämlich. Da muss man nämlich hellwach sein. So. Thank you.
Sefer. Mal eben gucken. So. Was haben wir soweit? In Augsburg. Äußerst pünktlich, wie ich finde. Sefer. 3 Minuten vor Ankunft soll, sind wir schon da. Das ist der 500 Hertz Magnet. Sefer. Das läuft nämlich die Geschwindigkeits da die Begrenzung nämlich gnadenlos nach unten. Ihr seht es ja. Da sollte man tunlichst drunter bleiben. Wenn da ein anderer ICE nach München aufbricht. So, da wären wir in Augsburg. Sehr, sehr schön. Entriegeln die Türen. Türen geöffnet. Und ich würde sagen, dann haben wir das soweit abgeschlossen. Ohne Probleme. Wunderbar. Muss ja auch mal sein. Es wird langsam hell. Die Sonne ist aufgegangen. Wir haben unsere Fahrgäste pünktlich, wie ich finde. Augsburg gebracht, also die erreichen ihre Anschlüsse auf jeden Fall. Und der ICE 802 fährt gleich weiter nach Hamburg-Altona um 7.34 Uhr. Und der Folgezug wird der ICE 690 Berlin-Gesundbrunn sein. Und für uns endet die Schicht hier. Hier wird ein Personalwechsel stattfinden in Augsburg Hauptbahnhof. So, wir können die Tür verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Dann beenden wir das Szenario an dieser Stelle. So, wir haben 27 Minuten 44 für das Ganze gebraucht, haben eine Goldmedaille immerhin erhalten. Das war es mit diesem Szenario für diesen Samstag. Wie gesagt, ihr habt noch Zeit fürs Abstimmen bis morgen. Also stimmt fleißig ab, wie ihr sehen wollt. Unter den genannten 4 Punkten schaut in die Community, stimmt ab. Und dann werde ich morgen entsprechend handeln. Das war's für heute von mir. Wäre schön, wenn ihr dann morgen oder in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid, wenn es wieder heißt Train Sim World 4, der Danny spielt das. Macht's gut bis dahin, haut rein, habt ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Bye. Bye.